sowas scheiße ist. Niemals wird es wieder so werden, wie es war. Und deshalb nehme ich meinen Stift und markiere mir dieses Jahr in meinem Tagebuch mit einem schwarzen Rand. Alles begann damit, dass Take That aus den Bravo Charts verschwand. Einfach abgelöst von einem Dancefloor-Act. Ich wurde damals Zeuge, wie so manche Fans vor Schreck ihren Piercingring verschlucken und den Teddy fallen ließen. Denn Howard und Jason und wie sie alle hießen, die gehörten ganz nach vorne und nicht in den Hintergrund. Meine Schwester wählte sich für den Ted die Fingerwund, denn für ihre Stars hätte sie alles unternommen. Doch damit nicht genug, es sollte noch viel dicker kommen. Take That war ihr einziges Hobby. Es war schon verdammt schwer für sie, als sich Robbie vom Rest der Band trennte. Das war nicht ihr Glückstag, doch dass sie sich dann ganz auflösten, brach ihr das Rückgrat. Wir steigen an die Tränen in die Augen. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist? Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schaue mir die Welt an und kann sie manchmal einfach nicht verstehen. Ich weiß, das Leben ist nicht immer fair, doch die Erde dreht sich weiter, als ob nichts gewesen wäre. Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schaue mir die Welt an und kann sie manchmal einfach nicht verstehen. Ich weiß, das Leben ist nicht immer fair, doch die Erde dreht sich weiter, als ob nichts gewesen wäre. Wir wussten damals nicht, wie krank sie war. Versuchten es mit DSB, dem Methadon für Junkies dieser Art. Kauften alle Poster, Weihnachts- und Osterausgaben. Von Bravo Girl bis Mädchen wollten bloß darauf warten, dass sie die Jungs vergaß, doch sie aß kaum einen Bissen. Wollte nichts von Backstreet Boys und Bad and Breakfast wissen und so blieb das Kopfkissen in ihrem Bettchen nass. Und eines Tages kam der letzte Auftritt bei Wetten, dass. Unvorstellbar, diese Massenhysterie. Ich verstehe nicht, wieso sich die Verfassungsschützer nie mit Take That beschäftigt hatten. Denn sowas gab's nicht einmal bei Scientology oder den Zeugen Jehovas. Und Thomas Gottschalks Spott half auch nicht, um die Fans zu beruhigen. Es war einfach unglaublich, weibliche Tränen, unbeschreibliche Szenen. Und meine Schwester beschloss, das Zeitliche zu segnen. Wir steigen an die Tränen in die Augen. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist? Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schaue mir die Welt an und kann sie manchmal einfach nicht verstehen. Ich weiß, das Leben ist nicht immer fair, doch die Erde dreht sich weiter, als ob nichts gewesen wäre. Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schaue mir die Welt an und kann sie manchmal einfach nicht verstehen. Ich weiß, das Leben ist nicht immer fair, doch die Erde dreht sich weiter, als ob nichts gewesen wäre. Denn nach dem letzten Lied kam's zur Eskalation. Es war während der Werbung, als der Rest der Nation sich ein neues Bier aufmachte, dachte keiner daran, dass meine Schwester gerade eben aus dem Fenster sprang. Wir fanden sie im Garten neben dem Hibiskus, ein weiteres Opfer von Boygroup-Fanatismus. Wann ist Schluss mit dieser Scheiße? Wie viele Teenies müssen noch ins Gras beißen? Der CD-Player lief noch, ich hörte es deutlich. Es waren 6,90 Meter. Wir steigen an die Tränen in die Augen. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist? Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schaue mir die Welt an und kann sie manchmal einfach nicht verstehen. Ich weiß, das Leben ist nicht immer fair, doch die Erde dreht sich weiter, als ob nichts gewesen wäre. Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schaue mir die Welt an und kann sie manchmal einfach nicht verstehen. Ich weiß, das Leben ist nicht immer fair, doch die Erde dreht sich weiter, als ob nichts gewesen wäre. Wir steigen an die Tränen in die Augen. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist?